Na bitte, da ist dein Tunnel. Vielen Dank, morgen mache ich weiter. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Wenn du willst, kannst du beim Tunnelgraben helfen. Danke für die Hilfe. Gerne, gerne. Profitieren wir ja auch von. Ich glaube, da gibt es auch rosa Diamanten drin. Und auf jeden Fall gibt es in dieser Mine verfluchte Werkzeuge. Das ist ja auch einer der wichtigen Sachen. Und verfluchte Werkzeuge, wenn man die eh segnet, das kostet zwar 100.000 pro Werkzeug, also das ist ziemlich teuer. Aber, die Werkzeuge sind schon ziemlich nützlich dann, weil die extrem, extrem gute, wie soll ich es nennen, Fähigkeiten haben. Also, die sind wesentlich besser noch als die Mistril-Gegenstände. Beispielsweise die Gießkanne, die kann wirklich so einiges. Also so wie ich sie in Erinnerung habe, kann sie einiges. Die Axt kann auch Bäume fällen, der Hammer kann auch den großen Stein zerstören. Die Sichel, die dreht sich in Affenzahn, also und zerhaut dabei Unkraut wie sonst was und auch natürlich andere Pflanzen. Ansonsten gibt es ja keine. Doch die Angel, mit der Angel kriegt man dann, ich weiß nicht, noch größere Fische, aber größer als Fisch L, gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir bekommen dann die Gießkanne, weil mit der kann ich eigentlich am meisten anfangen. Oder den Hammer, der wäre auch ganz gut. Gießkanne oder Hammer fände ich ganz prima. Die Sichel, da bräuchten wir nichts Größeres. Tut mir leid, falls das eben kurz gerauscht hat. Ich habe mich einmal am Ohr gekratzt. Wo gehe ich jetzt hin? Ach ja, genau. Ich wollte mich zu dem Ding da teleportieren, zu unseren Gurken. Und fast wieder erntereif, das heißt wohl alle 2 bis 3 Tage oder alle 3 Tage. So ist das also. Und der Kohl ist immer noch nicht reif. Wie lange braucht er denn? Dafür bringt er halt relativ viel. So. Und dann noch hier. Ach, und jetzt habe ich da das nicht hingekriegt. So, jetzt aber. Okidoki, dann gehe ich auch gleich zu meinen Hühnern. Ich rüste nur eben den Hammer aus, damit ich hier wieder schubs die Steine sammeln kann. Weil desto mehr Steine man hat, desto besser ist es. So schnell verlieren wir wirklich in letzter Zeit Ausdauer. Na denn. FFN, hahaha. Ach ja, ich wollte ja auch nochmal offscreen eventuell ein paar Medaillen sammeln, um mehr Ananas zu säen zu können. Ich muss auch... Eine Medaille kostet 10 Gold, ne? Und wie viel kostet Ananas? Ananassamen kosten 2000? 2000, ja, 2000. Das würde uns nämlich ansonsten, wenn wir nicht Memory spielen, einiges kosten. Und ich weiß nicht, ob wir da das Geld für haben, wenn wir gerade erst den Keller gebaut haben. Ich glaube eher nicht. Deswegen muss ich da mal gucken. Nein, ich will da nicht hinhauen. Ich will, ach so. Ich habe gerade ein bisschen in der Pflanze rumgebackt. So. Dann heißt es ab zu den Tierchen. Nee, ich kann eh erstmal zu Celia gehen. Na, Marlin. Finde ich prima. Okidoki. Dann hoch zu meinen Tierchen. Hallo, ihr Tierchen, wie geht es euch? Na du. Na du. Mist, ich muss noch mit den Handschuhen anziehen. Latata. Hä? Sag mal, bin ich blöd? Wo habe ich den denn hingezogen? Wieder ein Werkzeugslot, wie ich es manchmal mache. Och, Mist. Jetzt haben wir abgezogen bekommen. Das heißt, wir schaffen es nicht mehr, ein rotes Herz zu bekommen bei Dahlia. Schade. Schade, schade. Schade Marmelade, wie es doch so schön heißt. Ich weiß gar nicht, woher dieser Spruch kommt oder wer ihn jemals erfunden hat. Oder warum er so heißt. Vielleicht das Marmeladenbrot, was auf dem Boden fällt. Vielleicht daher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Da, 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 da. Komm schon, komm schon. Na, das war auch nicht so prima.
Also manchmal kriege ich das ganz einfach hin und mal ist das wirklich extrem schwierig, habe ich das Gefühl. Du bist wahrscheinlich Dias, nicht wahr? Oder? Ich habe vergessen, welches Hühnchen unten rechts war. Ja, auch nicht. Ja, du bist Dias, genau. Okay, dann war unten rechts Kevin. Okay, das hätten wir dann soweit. So. Dann schauen wir mal. Was wollte ich machen? Nee, eigentlich haben wir schon wieder alles gemacht, ne? Van kommt immer an Tagen, die auf 3 oder 8 enden. Glaube ich. Wie viel Stein haben wir eigentlich? Genau, das wollte ich nachgucken. Wir haben 999 Stück. Kann man dann überhaupt da noch was lagern? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das bringt nicht viel mehr, wenn wir Steine zerstören. Hey, hey, Cori, fertig mit der harten Arbeit? Ja, fertig. Deswegen gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht, mein Freund Thomas. Nom, 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 nom. Und Freitag der 12. Da sind wir ja gerade... Nee, Samstag der 12. Ich verwechsel immer, wenn da Frühling steht, mit Freitag. Mensch. Jetzt, wenn es eine Jahreszeit geht, die mit SA anfängt. So. Das ausrüsten. Das ausrüsten. Neues Wasser holen. Und dann rüberporten. Und hepp rein und wie immer noch nicht erntereif. Alle 4 Tage, wirklich? Das ist aber sehr seltsam. Ich dachte, die kann man häufiger ernten. Das lohnt sich ja dann dort nicht so sehr, wie ich gedacht habe. So, dann hier noch. Und der Kohl ist natürlich immer noch nicht erntereif. Und dafür, dass die schneller wachsen sollen, finde ich äußerst seltsam. Fast schon ein wenig deprimierend. Muss ich sagen. So. Da haben wir noch ein paar Bambussprossen. Da vorne haben wir ja noch ein bisschen von dem Zeugs. Blumen, nicht Zeugs. So. Okay, Hammer nehmen wir. Tut mir leid, Flora, dass ich dir gerade im Weg stehe, aber es geht nicht anders. Ich muss es tun, musst du wissen. So, dann hier noch alles weghauen. So. Und den Stein auch noch weg. Und ich muss dann, habe ich schon geguckt, was unsere Kartoffeln machen? Noch nicht, ne? Das muss ich auch nochmal machen. Mensch, 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 Mensch. Unsere Kartoffeln sind immer noch nicht erntereif. Nein, ich will nicht mit dem Hammer draufhauen, das gibt's doch nicht. Kann man eigentlich auch irgendwie eine Aktion abbrechen? Ich weiß gerade gar nicht, muss mal gucken. Ja, kann man, indem man B drückt. Okay, dann ist ja gut, da muss ich nicht immer Ausdauer verschwenden, falls ich mal falsch klicke. Nicht verzagen, immer noch. Okay. Und schwupps. Hallo, ihr Hühnchen. Heute hebe ich euch einfach mal nur hoch, weil ich ganz gerne den Tag ersehne, an den Van kommt. So. Schlechte Laune, gute Laune, sehr gut. Okay, dann gute Nacht und morgen kommt auch schon Van. Morgen kommt der Van. Das passt überhaupt nicht in die Melodie. Na, na. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Hundis. Liebes Hundi, liebe Katze. Lieber Hundi, es ist ja Männchen. Charlie. Ja, Mensch. Ich bin verwirrt, tut mir leid, ist wieder spät. So, oh, wieder erntereif. Das freut mich aber. Das ist ja mal voll Schnafte. So, hier noch. Und dann hier noch. Und hier noch. Und hier noch. Und hier noch. Okay, dann ernten wir alles. Und dann können wir auch gleich heute bei Van die Gurken verkaufen. Dann sehen wir mal, wie viel das bringt. Wir müssten dann auch bald genug haben für den Keller. Wir hatten ja 171.000 schon.
Ist das 29.000? Wir haben noch ein paar Schmucksachen im Inventar. Wenn es gut geht, könnte das hinkommen. Dann haben wir zwar gar kein Geld mehr in der Tasche. Aber das muss auch mal sein. Hinterher überfällt uns jemand. Und dann ist unser ganzes Geld weg. Spielt irgendwie Hack oder so GTA. Dann ist unser ganzes Geld weg. Aber wie gut, dass sowas nicht passieren kann. Außer wir haben jetzt irgendwie einen Spieler im... Einen Fehler im Spiel und all unser Geld ist weg. Aber das, glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Das hatte ich noch nie und ich glaube, das hatte jemand anderes auch noch nicht. Weil einige Sachen werden ja schon recht ausführlich getestet. So ganz strange Sachen, die einige machen, die werden natürlich nicht getestet. Das ist da dann manchmal kein Wunder, wenn es da irgendwie Programmierschwierigkeiten gibt. Aber so die Sachen, die ein normaler Spieler macht, die werden häufig schon getestet und dann funktionieren die auch häufig. Also, das ist meine Erfahrung bei Spielen. Okay, bei einigen Spielen, einige modde ich immer, da ist das dann kein Wunder, dass hier und da Spiel entweder laggy ist oder auch mal abschmiert oder einfach nicht so funktioniert, wie es sollte. Das ist da ganz normal. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal gucken. Einfach nach Bambussprossen und Stein und Holz brauchen wir ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn man den Keller aus Holz macht. Nee, den Keller kann man nur aus Stein machen, oder? Ich weiß es nicht, aber wenn man den Keller aus Holz macht, kann der dann kaputt gehen? Aber jetzt haben wir eh schon allen Stein gekauft, deswegen will ich jetzt nicht noch, auch wenn hier jetzt wirklich sehr übertrieben viel Holz ist. Ich glaube, ich baue mir mal einen Holzschuppen. Das wäre vielleicht mal eine Sache und dann schicke ich die Erntewichtel hier hin. Aber ich weiß nicht, was ich mit so viel Holz soll. Weil verkaufen lohnt sich überhaupt nicht. Da fliegt gerade ein kleines Insekt vor meinem Monitor her. Ein sehr kleines. Ein Miniaturmodell einer Fruchtfliege. So. Dap, dap, dap. Hier auch noch. Oh, da vorne ist noch eine Bambussprosse. So, upsa. Das wollte ich nicht tun. So, da vorne nehme ich doch die Bambussprosse mit und dann gucke ich mal hier noch. Hier ist noch ein Stein. Moment, das bringt ja gar nichts, wenn wir Steine zuhauen, ne? Wir haben ja schon 999. Ach, ich bin ja ein Schlaukopf. Ich bin ja so ein Schlaukopf. So, ist Sven schon da? Ich hoffe mal. Können wir ja mal gucken. Und dann können wir gleich verkaufen. Hi, Ben. Willkommen. Ich würde ganz gerne Objekte verkaufen. Und zwar alle. Und zwar das hier. 5000 Gold. Ja, der Preis ist in Ordnung. 5736. Ich guck mal, was er als zweites anbietet. Einfach mal zur Sicherheit. Nein, das 1000 weniger. Ich lasse mich jetzt nicht betrügen. 6040, das ist doch ein Preis, den ich annehme. Ist jetzt nicht viel mehr als der erste, aber ich wollte einfach mal gucken. Ah, die Ohrringe. Nee, die Ohrringe bringen gar nicht viel mehr. Nee, die Ohrringe bringen wirklich nicht viel mehr. Ich dachte, das waren ja drei. Ich dachte, die bringen recht viel. 814, ja, möchte ich verkaufen. 3028, das verkaufe ich auch. Die goldene Kette bringt wohl... das Armband bringt wohl wirklich viel. 1430, das geht auch in Ordnung. Die Eier 870, das geht auch in Ordnung. Also Sonnencreme bringt wirklich ziemlich wenig. Ich weiß gar nicht, was daran so toll sein soll. Ich weiß, das bringt nichts, wenn man Unkraut verkauft, aber ich verkaufe das einfach nur um des Verkaufens willen, damit ich das nicht mehr im Inventar liegen habe. So. Wow, die Blumen bringen doch recht viel. Aber die bringen nicht so viel, ne? Genau, die bringen nicht so viel wie die anderen. Meine ich jedenfalls. So. Da seht ihr, für die Gurken und so bekommt man eigentlich relativ wenig. Aber für die Level 2 Gurken, da bekommt man wirklich den doppelten Preis für. Das wusste ich nicht. Das ist nicht schlecht. Ja, die Hühnereier möchte ich ganz gerne verkaufen. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht. Vielen Dank, lieber Van. Ja, ich komme ganz sicher bald wieder. Deine Preise sind der Burner, sag ich mal.
um es mal ganz cool auszudrücken, haben wir genug Geld für den Keller. Das heißt, ich eile jetzt geschwind, auch wenn jetzt die Folge vorbei ist, aber das mache ich noch, das könnt ihr mir nicht nehmen. Eile ich jetzt geschwind und rufe bei Götz an. Hey, hey, wir sind noch bei den Vorbereitungen. Ruf bitte an, wenn wir geöffnet haben. Genau, der öffnet ja erst um 11 Uhr. Ah, ich muss sowieso hier noch gießen. Dann ist ja mal gut, dass ich noch nicht den Part beendet habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich im nächsten Part schon ins Bett gegangen. Und dann könnten wir unsere Kartoffeln nicht ernten können. Das wäre äußerst schade gewesen. Ich muss auch nochmal gucken, was ich im Kühlschrank so alles habe. So, komm, 11 Uhr. Ich guck mal eben, was wir im Kühlschrank so haben. 14 Paprika, 3 Kürbis, 3 Tomaten und ansonsten nichts. Also ein bisschen Schokolade und so für das Fest, also für das Kürbisfest. Nein, nicht Geflügelfarm, sondern Götz der Holzfäller. Legendärer Zimmermann Götz. 1 Holzfäller Götz. Ich kann alles bauen. Wir hätten uns natürlich auch ein Badezimmer und eine Toilette bauen können, aber ich baue mir jetzt den Keller. Wir nehmen Stein. Ich möchte das Material selbst vorbereiten. Wirklich 999 Stücke? Das gibt's doch nicht. Warum so viel? Okay, okay, wir fangen morgen an. Ich werde da sein. Danke. Das gibt's doch echt nicht. Warum so viel? 999 Stücke, ganz ehrlich. Das ist doch übertrieben. Ich meine, man braucht doch auch nicht so viel, um ein ganzes Haus zu bauen. Warum dann Keller? Ja, Statik und so, ich weiß. Wäre das mal so wie in Minecraft, könnte man einfach sich einen Keller ausheben und dann hätte man die Sache. Das kostet einen dann nur ein paar Spitzhacken und ein paar Schaufeln. Ich wollte noch beim Teleshopping-Kanal vorbeischauen. Hallo? Warum reagiert er nicht? Heute ist es wieder soweit. Voll Überraschung und so aufregend. Das ist das Leben aus dem Katalog. Es ist Zeit für TV-Shopping. Heute stellen wir Ihnen das große Bett vor. In einem kleinen Bett kann man doch nicht richtig schlafen. Auf diesem Bett können Sie sich richtig ausstrecken. Dieses große Bett kostet nur 10.000 Gold. Aber das ist ja spitze. Zahlt die Versandkosten für Sie. Okay. Dann gebe ich jetzt auch unser letztes Geld aus. Ach ja, dann ist die Ecke da wenigstens nicht mehr so leer. Okay. Danke sehr. Dann haben wir jetzt endlich unseren Keller in Auftrag gegeben. Das freut mich ja. Hier wird dann so eine Treppe runtergehen zu unserem Keller. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich zumindest. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade tut. Bis dahin. Ciao, Leute.